Auf einer als Route 9 gießt es wie aus Eimern und das kann nur eins bedeuten, Boreos muss hier sein. Und da schauen wir doch mal, ob wir das in der Wiese ranbekommen. Oh, und da ist es auch gleich direkt zu Beginn. Und witzigerweise muss ich euch sagen, ich bin hier aus der Höhle rausgegangen, wo ich letztes Mal aus der Höhle der Schulung rausgegangen bin, in der wir im letzten Part waren, habe ich den Part jetzt wieder angemacht gehabt, also das Spiel wieder angemacht und es hat einfach mal direkt hier geschifft, ja. Also abends auf der nördlichen Route hat gleich perfekt gepasst. Ich habe mir nur das Goldbad geholt mit Horrorblick und jetzt versuchen wir hier einfach mal, dass Boreos vielleicht nicht abhaut, ja. Es kann uns bestimmt mit Elektroangriffen ziemlich hart treffen, ja. Es kann jetzt erstmal nicht mehr fliehen, das ist schon mal sehr gut. Und mit Akrobatik sollten wir, denke ich, guten Schaden machen können. Es geht erstmal auf Agilität, da ist erstmal alles safe. Und ich hoffe, wir killen das jetzt nicht. Das wäre jetzt sehr ärgerlich, ne? Wir haben kein Item bei uns. Alter, Junge. What the hell? Jetzt muss ich eigentlich nur hoffen, dass ich hier Bälle dabei habe, ne? Ja, 27. Ja, ist besser als nichts. Versuchen wir mal unser Glück. Der erste Hyperball fliegt auf Boreos, ja? Also es ist ja gleich perfekt geschwächt hier. Aber der wackelt natürlich wieder mal gar nichts, ja? Es geht auf Windschnitt. Ja, Windschnitt ist okay. Wir sind selber ein Flug-Pokémon. Macht aber trotzdem guten Schaden. Also wir müssen halt aufpassen, dass Golbat hier nicht down geht. Weil dann kann Boreos wiederum abhauen. Das wäre nicht so geil. Deswegen müssten wir Golbat dann halt immer wieder mal hochheilen, ja? Sondersense. Verdammte Axt. Ja, ne? Geil. Wir überleben zwei Angriffe und dann müssen wir uns schon wieder hochheilen. Vielleicht hätte ich das Golbat noch trainieren sollen. Aber jetzt ist es ja zu spät. Ja, wir Hypertrank haben wir noch am Start. Wir heilen. Komm, du kannst auch auf Agilität gehen. Geh, spam einfach die ganze Zeit Agilität, Kollege, ja. Das wäre richtig nice von dir. Aber nein, es geht gleich wieder auf Sondersensor. Der knallt ja auch gleich wieder richtig rein, ne? Ey, ich kann nur hoffen, dass du jetzt mal bitte auf was anderes gehst. Ich würde gern wieder Bälle werfen, ja. Damit du Bescheid weißt, Kollege, ne? Wenn nicht, muss ich das... Wenn das Ding abhaut, muss ich einfach nochmal trainieren gehen, ja? Weiß die Maus jetzt auch keinen Faden ab. Wir haben es jetzt erstmal perfekt geschwächt. Und es geht sogar auf Agilität, ja? Es geht sogar auf Agilität. Das ist ja vollkommen okay. Dann werfen wir gleich nochmal einen Ball. Vielleicht bleibt sie auch drin. Wäre auch geil, ne? Gleich direkt zu Partbeginn. Einfach mal Boreos eingesackt. Aber es will wohl eher nicht. Vergeltung! Ein Kampfmove hast du auch drauf. Ja, aber der ist ja ein bisschen läppisch. Ich würde jetzt trotzdem nochmal hochheilen, einfach. Wenn das Ding jetzt eh die ganze Zeit nicht den Psycho-Move spammt, ist das ja bisher okay. Jetzt kommt wieder Vergeltung, aber Vergeltung juckt uns ja jetzt nicht wirklich, ne? Das überleben wir ja locker. Bleib bei den Moves, die sind vollkommen geil, die sind okay. So kannst du das stehen lassen. Wir werfen jetzt den nächsten Hyperball und hoffen, dass wir Boreos einfangen können. Und ich hatte übrigens nochmal gegoogelt gehabt, weil wir ja am Schrein der Ernte waren. Da müssten wir einfach mit Boreos und Voltolos, heißt es glaube ich, hin. Also aus beiden Editionen bräuchten wir die Pokémon. Und dann würden wir dort dieses... Ich habe den Namen vergessen, ja. Würden wir ein drittes Legi beschwören können quasi, ja. Aber das ist ja jetzt hier nicht möglich. Ich habe jetzt hier noch nicht beide Editionen so weit gespielt, dass wir das jetzt hätten. Ich habe auch gar nicht Pokémon Weiß, ja. Vergeltung ist okay, ne? Aber da am Schrein der Ernte könnten wir auf jeden Fall noch ein drittes legendäres Pokémon bekommen. Ist sehr nice, aber brauchen wir ja jetzt hier erstmal nicht. Nur ein Boreos fangen, damit das Spiel hier, damit das Let's Play so weit wie möglich vervollständigt wird. Aber Schrein der Ernte muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Einmal gewackelt bisher, Junge. Ist ja echt ein hartes Eisen hier. Aber Vergeltung ist immer gut. Vergeltung ist gut. Solange kein Sondersensor kommt. Aber es wundert mich hier, da das Ding immer im Gewitter kommt, warum... Es hat jetzt ein bisschen so auf mich gewirkt, als hätte das irgendeinen Elektromove parat gehabt. Aber das war ja nicht so. Vergeltung, Sondersensor, Agilität. Was hat es noch gemacht? Windschnitt, glaube ich. Vergeltung, geiler Move, ja. Der gefällt mir richtig. Macht keinen Schaden. Nice. Trotzdem müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu sehr geschwächt werden, weil wenn dann ein Sondersensor kommt, dann ist die Kacke ja auch am Dampfen. Du. Dann ist die Kacke hier richtig am Dampfen, ja. Oh, einmal. Und keinmal. Einmal ist keinmal, weiß man ja, ne? Agilität. Agilität ist okay.
Wäre vielleicht auch sinnvoll gewesen, das ist ja auch, wäre auch cool gewesen, dem Golbat einfach Überreste zu geben. Haben wir, glaube ich, irgendwo im Beutel, ja? Das wäre ein schlauer Move gewesen, ne? Aber weiß man jetzt, hinterher ist man immer schlauer. Dreimal, komm, Junge! Oh, Mann. Dreimal gewackelt und raus aus dem Ball. Gut, jetzt kommt ein Windschnitt, überleben wir zwar. Aber jetzt würde ich trotzdem hochheilen. Und das Ärgerliche ist ja halt, Sondersensor hat ja nicht 30 AP. Boah, Junge, so lang kann ich nicht heilen, ne? So lang, die Init, er ist schon auf dem Maximum, der Init, ja. So lang kann ich nicht hochheilen. Also irgendwann gehen wir down. Das ist dann auch okay. Dann würde ich auf das Golbat vielleicht Überreste draufpacken. Da könnten wir vielleicht eher mal noch hier standhalten, ja. Vielleicht noch ein, zwei Level-Ups organisieren. Sonderbonbons hätten wir auch. Wünschen wir jetzt erstmal okay. Ja, aber einen Volltreffer fühle ich jetzt eher nicht so, ne? Einen Volltreffer fühle ich jetzt hier nicht. Ja, Überreste wäre hier wirklich geiler, ja. Alter, lass es sein. Sondersensor. Da gehen die Items drauf ohne Ende. Ja, zum Glück sind wir hier kein armer Schlucker in dem Spiel, ja. Ist ja nicht real life, ja. Wir können uns hier nach Belieben hochheilen. Wir können uns hier, wir haben genug Kohle, 500.000 CT am Start. Agilität. Du bist mein Bruder hier, ja. Läuft bei dir. Hyperball. Und jetzt komm. Wäre doch nice. Hat schon dreimal gewackelt. Wenn es jetzt klappen würde, wäre ultra heftig geil. Ja, aber es klappt nicht. Und Vergeltung. Das ist okay. Das ist vollkommen okay. Und dann hätten wir ja hier beinahe in dem Spiel alle Legis eingefangen. Ja? Bis auf den Schrein der Ernte muss man jetzt mal außen vor lassen. Ist ja auch so wie ein Spezialevent. Man braucht das andere Legi noch. Müssten wir hier tatsächlich alle Legis gefangen haben. Ja. Dreimal. Und komm, Junge. Yes, wir haben es gefangen. Nice Geschichte. Einfach mit einem random Golbat auf Level 48. Ich habe das auf 48 irgendwo gefangen gehabt. Mit Horrorblick. Ideal. Und mit ein paar Hypertränken haben wir das Boreos zur Strecke gebracht. Beziehungsweise in unseren Beutel, ja. Ein Flug-Pokémon ist das. Alles klar. Ist gar kein hier Dings Elektro. Sein Unterkörper ist in eine wolkenartige Energieschicht gehüllt. Es jagt mit bis zu 300 km/h durch die Lüfte. Sehr, sehr geil, ja. Wir geben ihm natürlich keinen Spitznamen. Auf die Box 1 kommt das. Ja, dann hätten wir das geschafft. Wir werden nie wieder so ein heftiges Gewitter erleben in der Einallregion, leider. Da hätten wir das schon geklärt. So, wir hätten jetzt noch zur Auswahl. Ich hatte mir das ja mal auf den Zettel geschrieben. Was wir auf jeden Fall noch machen können, ist von Route 17-18 dieses Pokémon-Ei holen. Boah, ich muss mal aufstoßen. Das ist auch nicht so geil. Und das würde ich jetzt als nächstes gleich mal noch machen, damit wir das auch abhaken können. Wir waren zwar schon mal da, aber da hatten wir keinen Platz im Team frei. Ihr merkt schon, Vorbereitung ist alles, ne? Und wir fliegen jetzt gerade nach Avenizia und da haben wir, glaube ich, keinen Zugriff auf einen Computer, ne? Das heißt, wir können hier nicht irgendwo ablegen. Alter, nervig, ne? Wir müssten vielleicht irgendwo mal noch ein Pokémon loswerden, ja? Zumindest vorübergehend. Hier geht's da gleich. Nächste Stadt. Wie heißt die noch gleich? Gavina. Nach Gavina. Da ist ja auch nichts weiter los, du hier. Auch ein kleines Dorf. Hier war damals ganz am Anfang die erste Ansprache von Team Plasma, von Gezis. Und unsere erste Begegnung mit Trainer N. Aber das ist ja nun alles Geschichte. Wir haben die sieben Weißen noch eingefangen, bis auf Gezis. Der ist ja nach wie vor verschwunden. Trainer N hat sich auch aus dem Staub gemacht. Aber soweit ist Team Plasma erst einmal Geschichte. So, Golbat kann natürlich wieder auf die Box. Ja, das ist natürlich wunderbar. Da hätten wir gleich einen Platz im Team frei. Trigefalo, bleibt man noch ein bisschen auf der Box. Wir holen uns jetzt erstmal das Pokémon-Ei. Da müssen wir natürlich nochmal surfen gehen. Erstmal fliegen wir nochmal hoch. Ja, wobei, wir müssen gar nicht fliegen. Das ist ja mittendrin, ja. Mittendrin auf der Route. Wir müssen hier einfach nochmal nach unten gehen und hier nach links. Alter, schon wieder die Wiese hier. Würde ich dann doch mal noch einen Topschutz rauskramen. Hier, 25 Stück sind ja am Start. Und dann machen wir das Ganze. Es war, glaube ich, wir müssen die ganze Zeit nochmal surfen, oder? War das nicht in dem, das Pokémon-Ei, war das in dem Haus, wo man sich heilen kann, ne? Auf Route 18, ganz am Ende. Hier sind wir ja erstmal noch auf Route 1, aber das geht ja jetzt ganz schnell. Wir wissen ja jetzt, wie der Hase hier wo lang läuft. Das heißt, wir müssen einfach nur noch einmal hier in diese Richtung und dann hätten wir das schon geklärt. Hier kommt schon das Haus. Wir kommen jetzt gleich auf Route 17. Also ich denke, es wird jetzt nicht allzu lang dauern. Und was dann als nächstes kommt, ja. Wir hätten die Schneegebiete zum Beispiel, ja.
Zum Beispiel der Wendelberg und noch anderes, aber vielleicht packe ich das ja auch in einen Extra-Part rein. Dann auch hier die ganzen, wir hätten noch die ganzen Surfer- und Kaskade-Stellen. Wir sind sicherlich noch nicht überall lang gesurft. Kaskade haben wir bestimmt auch noch nicht überall eingesetzt. Das hätten wir auf jeden Fall noch am Start. Die Bucht von Ondula, also hier dieses Taucherrätsel, hätten wir auch noch, aber das ist wahrscheinlich auch ein extra Part. So, jetzt schauen wir erstmal hier. Das ist, glaube ich, das Häuschen. Das Ignivore-Ei. Ja, jetzt habe ich es ja schon gesagt, ne? Ignivore-Ei, genau. Alles klar. Also, ja, war das gar nicht der Dude. War das hier überhaupt? Gibt mir hier irgendjemand ein Ei? Ah, hier. Ich habe hier ein Pokémon-Ei, das ich beim alten Palast gefunden habe. Möchtest du es an... Ja, gern. Ja, gern. Vielen Dank. Und das Ei würde ich jetzt natürlich erstmal noch ausbrüten, ne? Oh, und da schauen wir mal, was da für ein Pokémon rauskommt, ne? Ich habe natürlich... Es stand schon, ich wurde vorher schon gespoilert, ja? Muss man einfach ganz klar so sagen. Ja, wir packen das mal an die erste Stelle, ja? Das heißt doch eigentlich, soll dann immer ein bisschen schneller gehen, wenn das Pokémon-Ei an erster Stelle steht. In der 9. Gen geht das natürlich deutlich schneller als in den älteren, glaube ich. Weil man sich da einfach mit dem Reittier schneller bewegen kann. Ja, ich wurde einfach gespoilert. Ich hatte einfach nur nochmal bei der Komplettlösung geschaut, was wir denn letztendlich hier alles noch tun und lassen können. Ja, schon einfach da, was aus dem Ei schlüpft, ne? Ich kann mir zwar unter den Namen jetzt erstmal nichts vorstellen. Ignivore. Schauen wir mal, wie es dann aussieht, das Pokémon. Wir latschen jetzt erstmal ein paar Mal hinten, ein bisschen hin und her. Hier wackelt es auch im Gras. Hier wackelt es auch im Gras. Aber auf Route 18 gibt es jetzt nicht so starke Pokémon, dass sich das jetzt hier lohnt, dorthin zu gehen. Wir müssten zwar noch trainieren, aber hier glaube ich nicht. Die sind bestimmt nur Level 30, dachte ich, die Pokémon. Also ist jetzt nicht so wild. Ich weiß jetzt nicht, wie lang wir... Mit dem Fahrrad geht es natürlich auch noch schneller, fällt mir gerade ein. So hat man das früher gemacht. Genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Damals, als ich Pokémon Diamant gespielt habe und Pokémon Eier ausgebrütet habe, das habe ich immer in Trostu gemacht. Da war eine relativ lange Strecke, da bin ich immer hoch und runter gefahren, von einer Route zur anderen. Da hat man die Eier auch möglichst schnell ausbrüten können. Da war ja auch gleich die Pokémon-Pension direkt im Ort. So habe ich das damals gemacht. Als Kind natürlich, als kleiner Stöpsel, ja, ja, klein. Weiß gar nicht, wie alt ich da war. Ich würde jetzt einfach mal sagen, zwischen 12 und 14 müsste ich da gewesen sein, eventuell vielleicht. Da habe ich das erste Mal alleine Pokémon gespielt, Freunde, ja. Vorher immer nur bei Freunden gesehen und ich habe damals irgendwann, ich weiß wirklich das Alter nicht mehr genau, vielleicht mit 12, vielleicht was auch mit 14, einen Nintendo DS geschenkt bekommen und dann darauf Pokémon Diamant gespielt. Das waren noch heftige Zeiten, ja. Den ganzen Tag gesuchtet. Und jetzt geht's wieder los hier. Pokémon ohne Ende. Ja, es dauert wirklich viel länger. Also in Pokémon Purpur und Karmesin hätte ich schon 3 Eier ausgebrütet, so gefühlt. Schauen wir mal, was dann hier überhaupt dasteht bei dem Ei. Es dauert wahrscheinlich noch 3 Jahrzehnte. Bericht. Was wird aber... Es wird sich... es wird sich ja noch lange dauern. Alter, ja, da können wir hier wahrscheinlich noch... Vielleicht machen wir auch noch was anderes. Ich würde in der Zeit mal, wenn wir hier fahren, nochmal weiterschauen, was wir hier noch machen können. Ich wollte... Auf jeden Fall haben wir noch den Kampf in der Game Freak-Zentrale gegen Morimoto, natürlich. Aber das Team ist, denke ich, noch nicht so stark, dass wir da was reißen können. Wir können es natürlich probieren, ne? Erfahrungspunkte gibt das auf jeden Fall. Und wenn wir down gehen, ist auch nicht so schlimm. Zahlen wir ein bisschen Preisgeld? Das wäre auch eine Möglichkeit. Cynthia. Der Kampf gegen Cynthia steht dann auch nochmal an. Und der Rückkampf in der Pokémon-Liga, dass wir auch endlich mal gegen Lauro kämpfen, ne? Das steht dann allerdings ganz zum Schluss an. Boreos haben wir heute schon gefangen. Und dann nochmal in die Kampf-Metro gehen. Aber die bringt uns ja auch nichts, weil wir da auch keine Erfahrungspunkte haben. Ich wollte einfach mal in einem Part schauen, wie weit wir da kommen können in einem Part. Wobei da wahrscheinlich schon 2 Runden fast 30 Minuten füllen, ja? Ja, und das Ei... Das kommt nicht aus dem Knick, du. Ich weiß nicht, wie viel die Eier hier an Schritten brauchen. Aber in der 9. Gen geht das deutlich schneller. Auf jeden Fall. Habe ich schon ein paar Mal probiert gehabt dort. Schon ein paar Eier ausgebrütet. Das geht deutlich schneller. Also man kommt mit dem Reittier auch deutlich schneller voran. Kann mehr Schritte machen. Die Eier brauchen da vielleicht auch gar nicht mehr so viele Schritte, damit die ausgebrütet werden. Weiß nicht, ob... Und das war's dann tatsächlich. Ja, mehr steht dann hier bei mir gar nicht drauf. Wenn ihr noch was wisst, wenn ihr noch was sehen wollt, könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben.
Und dann geht's erstmal am 14. Dezember, nächste Woche Donnerstag, mit dem zweiten DLC los von Pokémon Purpur. Wir sind dann auf der Indigo-blauen Scheibe unterwegs. Gestern habe ich ja schon das Video dazu hochgeladen, also für euch gestern mit Darkrai. Das Darkrai habe ich mir per Geheimgeschenk geholt. Damit gibt es vielleicht auch noch ein Video, vielleicht nochmal im Akademie-Turnier ein bisschen kämpfen mit Darkrai, aber ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Ja, Pokémon Schwarz kommt dann ja nicht mehr so viel, dann geht es sowieso erstmal mit dem DLC weiter, dass wir ein bisschen in Paldea unterwegs sind. Und was dann kommt, weiß ich nicht, ob wir dann direkt im Anschluss gleich Schwarz 2 spielen oder ein ganz anderes neues Pokémon-Abenteuer oder was natürlich auch noch offen ist, ist ja hier das zweite DLC von Pokémon Schwert habe ich auch noch nicht gemacht. Die Schneelande der Krone. Auf der Insel der Rüstung waren wir ja weitestgehend fertig. Da war noch so kleiner Pillepalle. Ja, die Dicta-Herausforderung ist da noch. Und dann war, weiß nicht, ob mit Hopp noch irgendwas war. Ob wir mit Hopp noch irgendwas klären sollten. Das ist schon echt lange her. Da müsste ich mir die Folge selber mal anschauen, was ich da von mir gegeben habe. Ob da noch irgendwas zu erledigen war. Auf jeden Fall die Schneelande der Krone. Könnten wir auch noch fertig spielen. Ist sicherlich auch interessant, weil da soll es ja auch jede Menge Legis geben und die könnten wir auch alle noch nach Paldea bringen, ja. Zumal bei dem zweiten DLC dann auch ganz viele Legis eingeführt werden sollen. Also da kann man, das finde ich ja auch cool, dass man da so viele Legis wieder fangen kann, wenn man die Möglichkeit nicht hat, die aus älteren Generationen rüber zu tauschen. Es hat ja nicht jeder jede Konsole und jedes Spiel zu Hause, um jedes Pokémon zur Verfügung zu haben. Deswegen finde ich das auch recht cool, dass auch neuere Pokémon-Spieler Möglichkeit haben, auf möglichst viele Pokémon zugreifen zu können. Das finde ich echt cool. Auch wenn das Angebot, finde ich, ist ziemlich groß, ja. Gerade zum Beginn des Spiels. Also man hat echt. Ah, Junge, was geht denn hier? Es wird immer noch lange dauern. Sollen wir hier echt was anderes machen? Aber wir laufen ja jetzt nicht großartig noch hier durch die Botanik, ja. Es wird sicher noch lange dauern. Zählen die Schritte vom Fahrrad nicht, oder? Ich weiß nicht, was hier Phase ist. Weil wir sind ja... Wir könnten dann auch noch einen Kampf wagen. Wir können auch bei Morimoto in der Game Freak Zentrale vorbeischauen. Den könnten wir... jeden Tag können wir gegen ihn kämpfen, ja? Das ist ein richtig cooles Training. Gibt sicherlich auch gut Geld. Und es scheint hier anscheinend echt nichts zu bringen, hier hin und her zu radeln. Hier geht ja echt rein gar nichts voran. Dann würde ich sagen, fliegen wir jetzt mal. Ich fliege jetzt einfach mal. Da müssten wir aber wieder das Ei wegpacken, ja? Das ist auch einfach mal nervig, ja? Nach Stratos City, da war das, glaube ich. Hier. Wir gehen jetzt einfach mal zum Morimoto. Level 75, unser stärkstes ist auf 64. Probieren wir es einfach mal, ja? Probieren wir es einfach mal. Wie viel der Dude dort gönnt, wie viel wir reißen können von ihm. Und wenn wir 3 Pokémon besiegen und ein paar Erfahrungspunkte wenigstens abstauben können. Aber auf jeden Fall würde ich dazu dann doch gern Trigefalo mitnehmen, ne? Dann würde ich das Ei dann doch erstmal auf die Box legen. Vielleicht brüte ich das am Ende des Parts noch aus. Das scheint ja so lang zu dauern, da ist dann auch schon Weihnachten, ne? So, tauschen wir erst mal hier ein bisschen rum und dann hätten wir schon... Mehr brauchen wir jetzt nicht tun. Vielleicht nochmal heilen. Ich weiß jetzt nicht, wie das Team ausschaut. Die Moves von Boreos hatten wir ja jetzt schon gesehen. Brauchen wir uns ja jetzt nicht nochmal anschauen. Das ist ja jetzt nicht so wild. Das ist jetzt auch nicht so spektakulär. Wir kämpfen damit ja jetzt ohnehin nicht. Wir suchen jetzt erstmal die Game Freak Zentrale. Hoffentlich finden wir die gleich auf Anhieb. Denn wir sollten ja jetzt stark genug sein, damit der werte Herr Morimoto gegen uns kämpfen möchte, ja. Game Freak, ah, hier sind doch gleich. Sehr schön. Ja, ich bin echt gespannt. Bei Cynthia konnten wir damals 3 Pokémon plätten, ne? Mal schauen, wie viel es bei Morimoto werden. Hier gibt es ja nur den 21. Stock. Hier müssen wir nicht großartig rumsuchen. Und rechts in der Ecke, das ist er doch, glaube ich, hier, Herr Kollege. Ja, einfach mal überraschen lassen, ja? Zack, ich bin hier, der Spieldirektor. Aha, du bist dabei, die Seiten deines Pokédex zu füllen. Sehr löblich. Wenn sich daran einiges angesammelt hat, musst du mir unbedingt mal zeigen. Ach, der ist es gar nicht. Der ist es gar nicht. Wer ist denn dann der Dude hier?
Okay. Völlig verwirrt. Er musste irgendwo sein, oder? Er ist ein Relaxo. Ja, so sieht er auch aus. Genau. Der Astrainer wohl kaum, ne? Vielleicht er hier. Hui, du bist ja richtig stark geworden. Das sieht man gleich. Willst du mit mir ein Kämpfchen wagen? Also gut, dann mal los. Alles klar, wir haben ihn gefunden. Das ist er. Ich habe keine Ahnung, was der für ein Team hat. Wir scouten jetzt erstmal hier. Game Freak Morimoto. 6 Pokémon. Cleoparda schickt er als erstes rein. Ist ein Unlicht-Pokémon. Auf 75. Gegen Unlicht. Wäre jetzt Käfer geil. Haben wir aber nicht. Und sonst noch. Ja, das ist die Wechselei. Geht mir schon wieder völlig auf den Leim, du, ne? Wenn wir jetzt ein anderes. Es tiefschlagt! Wenn wir jetzt ein anderes Pokémon reinschicken, ne? Ich weiß nicht, es war jetzt auf Unlicht. Ich habe schon wieder völlig vergessen. Ist jetzt Geist? Ja, der Schaden ist jetzt aber auch nicht ganz zu verachten, du, von Fasasnob, ja. Und Strauchle überleben wir safe, ja, mit Fliegen. Haben wir Cleoparda schon fast im Sack und dann noch einen Ruckzuckhieb, dann sollten wir das vielleicht, ja, vielleicht gebacken bekommen. Es sei denn, Morimoto heilt. Ja, wobei, ist halt doch nicht so geil, ne? Er geht auf eine Top-Genesung, alles klar. Der heilt auch noch hoch. Okay. Ruckzuckhieb, mal schauen, wie viel Ruckzuckhieb denn macht. Es hätte reichen können. Die Brieftaube auf 58 hätte den Cleoparda auf 58, auf 75 reißen können. Einfach mal, ne? Jetzt Tiefschlag. Ja, gut, es reicht jetzt, ne? Die Brieftaube, ha, ist ärgerlich, ne? Hat jetzt nicht geklappt, aber probieren wir es mal mit Skelabra. Ja, ich dachte eigentlich, dass hier Geist sehr effektiv war, ne? 15 Level schwächer sind wir. Sollte ja jetzt eigentlich nicht unbedingt ein Beinbruch sein, ne? Ja, wobei es Tiefschlag weiter, ne? Das ist trotzdem sehr effektiv. Eulenhelm macht nochmal Schaden. 2 Pokémon sind schon weg. Da sehen wir nicht viel von Morimoto. Was machen wir denn jetzt gegen die Katze? Was haben wir hier? Unlicht gegen Unlicht ist jetzt nicht so wild. Ist jetzt nicht so geil, ne? Hätten wir hier irgendwas? Tiefschlag, ja. Physischer Move. Wie sieht's denn aus bei den Pokémon hier? Bericht. Physische Verteidigung. 86. Ist keiner zu Hause. 140 klingt vielleicht ein bisschen besser, ja? Unser stärkstes Pokémon. Probieren wir es einfach mal. Unlichtmoves wird uns auf jeden Fall nicht so gefährlich, ne? Ich werde jetzt auf den Drachenpuls gehen. Strauchler! Aber wir sind nicht so schwer. Wir sind ja nicht so schwer, ja? Das juckt uns jetzt nicht. Drachenpuls macht gegen Cleoparda. Es reicht. Es reicht. Sehr schön. Und wir haben noch 173 KP. Das ist okay. Und es gibt 6000 Erfahrungspunkte. Als nächstes ein Zebritz. Und Zebritz sollten wir definitiv auch zur Strecke bringen können. Wobei das Ding ja auch mit einem Feuermove gewaltig nerven kann, glaube ich. Da wäre der... Ja. Auf 77. Junge, da wird die immer stärker. Ja, Nitroladung. Genau, das war's. Das trifft uns auch sehr effektiv. Aber überleben wir. 114. Ja, noch eine Nitroladung wohl kaum, ne? Hat die Nitroladung jetzt die Init gepusht oder gesenkt bei ihm? Es reicht, das ist ja geil, ja? Zebritz geone-shottet, Alter. 5000, Level 64. Immerhin hat sich das schon mal gelohnt, ja? Ein Level up auf dem Buddelking hier drauf. Sodachida ist hier ein Wasser-Pokémon, ja? Da hätten wir Pflanze, ja? Da hätten wir ein Pflanzen-Pokémon, das ist sehr gut. Das könnten wir auch hinbekommen, ja. Sodachida könnten wir hinbekommen. Und der Rainer schafft es vielleicht dann auf Level 60. So, wir sind langsamer. Was macht Magensäfte? Bringt uns das hier irgendwas? Anwender greift das Ziel mit eigenen Magensäften an. Entfernt Effekte von dessen Fähigkeit. Alles klar, gut. Haben jetzt die Fähigkeit hier nicht gesehen. Er ist wahrscheinlich schneller, ne? Nein, wir sind schneller. Ich hätte gedacht, wir können ihn ein bisschen outplayen, indem wir uns wieder hochheilen. Das ist sehr effektiv. Gegenstoß, ja. Aber eine Laubklinge. Wir sind ein physischer, ja. Die könnte mehr Schaden machen.
könnte jetzt reichen. Wobei es schlauer gewesen wäre, nochmal hochzuheilen, ne? Ja, so der Cheater geht aber down. Drei Pokémon haben wir also schon besiegt und Level 60 auf dem Rainer. Ja, also das ist auch... Ich denke, das wird bald das Training sein, was ich dann absolvieren werde bis zur Pokémon-Liga. Klatsche ich immerhin hier drei Pokémon schon mal weg. Griddle Cheater. Gegen Griddle Cheater hätten wir hier einen Trevor, ja? Der schreit auch nach Level 60, ja? Der hat auch richtig Bock. Und Griddle Cheater sollten wir eigentlich mit unserem Wasser-Boden-Pokémon ziemlich gut bearbeiten können. Es sei denn, es hat irgendwas Unvorhergesehenes drauf. Ja, aber Flammenwurf sollten wir eigentlich noch überleben. Ja, er macht trotzdem viel Schaden. Aber ist okay. Mal schauen, wie viel der Surfer hier macht. Mehr als die Hälfte wäre nice. Und das ist okay, ja. Na, der heilt hier wieder hoch. Eine Beere am Start, was? Was hat die... Ich habe das jetzt nicht gelesen, die Taya-Beere. Hast du ein Item? Hast du bitte ein Item drauf? Oh, wir überleben das. Und wir... Ich weiß nicht, was die Beere gemacht hat. Können wir bitte killen? Oh, ist das göttlich, ja. Griddle Cheater ist weg und Level 60 auch für Trevor. Läuft einfach mal. Das läuft hier einfach mal, ja. Und Veggie Cheater haben wir hier. Pflanze, ja. Ja, unser Feuer-Pokémon ist schon mal down, ne? Flug auch. Und Pflanze. Was machen wir gegen Pflanze, ne? Wir können es jetzt erstmal nur mit dem Turbaluga probieren, ja. Also Trevor auf gar keinen Fall. Da wird ja sowas von gefistet von einem Pflanzen-Pokémon. Ist jetzt schade. Wir haben weder Flug noch da noch Feuer. Das wurde geone-shottet durch einen Tiefschlag einfach mal. Auf 75. Ja. Probieren wir es mal mit einem Drachenpuls, ja. Energy Ball ist ein ziemlich starker Move. Aber ist okay. Ist nicht sehr effektiv. Schauen wir mal, was der Drachenpuls hier an Damage austeilen kann. Das ist okay. Also wenn wir jetzt mit dem Drachenstoß treffen, ist das Veggie-Cheater weg. Energieball überleben wir definitiv nochmal. Es sei denn, es kommt jetzt ein gehöriger Volltreffer um die Ecke. Macht er aber nicht. Ah, leck mich. Kannst du bitte treffen, Junge? Und zwar ohne, dass du down gehst vorher. 29 KP, bitte trifft, Alter. Spezialverteidigung wird gesenkt. Drachenstoß trifft und jetzt hau ihn weg, Meister. Naja, er hat keinen Bock, ne? Er hat definitiv keinen Bock. Erhöht den Spezialangriff. Alles klar, Kommissar, ja? Vielleicht setzt du irgendwas Dummes ein oder heilst. Nein, er geht auf Akrobatik. Na gut, dann geht der Tabaluga eben down. Bräuchten wir jetzt irgendwas zum Finishen für... Hat der Akrobatik drauf? Naja. Da wäre das selbst mit dem Pflanzen-Pokémon jetzt nicht so geil. Aber der Buddelking könnte ja trotzdem recht schnell sein, ja? Und wenn er hier speziell angreift, die Spezialverteidigung ist ja, glaube ich, ein bisschen besser, ja? Ah, er trifft uns trotzdem. Zuerst trifft er uns. Das ist ärgerlich. Wurde besiegt. Wir bräuchten jetzt hier einfach mal... Der Rainer wird halt auch nicht schneller sein. Und er kommt jetzt safe mit Akrobatik um die Ecke, ja? Das war so klar. Akrobatik, ne? Und die, ja. Alles klar. Läuft bei dir, ja? Wir hätten jetzt den Ruckzuck-Hieb gebraucht. Der Trevor kann natürlich auch nichts anrichten, ne? Ich würde aber ganz gern das letzte Pokémon von ihm sehen. Also ich würde jetzt einfach mal einen Doppelleber springen lassen. Auf die Brieftaube, ja? Damit wir hier mit einem Ruckzucki wenigstens das Ding, das sollten wir schon damit noch schaffen, ne? Der Schaden sollte definitiv drin sein. Dass wir das dann noch schaffen und das letzte Pokémon wenigstens zu Gesicht bekommen, ne? So, wir gehen auf Ruckzucki. Und wir können das Ding killen, Jungs. Ja, Veggie-Cheater ist weg. Level 59, jawohl, die Brieftaube kriegt auch noch ein Level up. Das ist sehr schön, Init plus 3. Und als letztes... Splitiamo klingt ja jetzt erstmal gar nicht so gefährlich. Also, ich sag's euch, wie es ist. Mit einem Heil-Item könnten wir das Ding auch noch zur Strecke bringen, ja? Mit einem Heil-Item. Ich weiß nicht, ob nur ein Beleber reicht, ob dem Buddelking. Ah, wir schauen mal. Vielleicht one-shottet uns Splitiamo ja gar nicht. Psychokinese hat er schon mal drauf, ja.
Ja, tatsächlich nicht. Wir können den Buddle King nochmal Full Life heilen, ja, du? Das ist natürlich nice. Das ist nice. Hoffentlich bringt es uns auch was und Flitiamo versucht uns dann doch nicht den Arsch. Das ist natürlich geil, du, ja? Wenn wir das jetzt hier schaffen würden, mit einem recht schwachen Team eigentlich vom Level her, hätten wir Morimoto schon abgehakt. Ich würde ihn aber dann doch ganz gerne nochmal irgendwann besiegen, ohne halt Heil-Items einzusetzen. Wir haben jetzt 3 Stück eingesetzt und er hatte nur 1 eingesetzt. Na, und ich würde es auf den Steinhagel setzen. Wir sind ja auch nur 11 Level schwächer, du. Aber Psychokinese ist gut. Physisch sind wir schwach, aber spezial stehen wir stärker da. Das ist sehr nice. Und der Steinhagel, der reicht hier für Flitiamo. Und damit haben wir Morimoto in den Abgrund geschickt. Und das Geile ist, wir können ihn jeden Tag erneut herausfordern und hier wunderbar herrlich trainieren, ja? Das ist eine richtig coole Sache hier. Das bringt mich jetzt schon ins Grübeln. Ich habe zwar verloren, aber ich habe bei dem Kampf auch einiges gelernt. War auf jeden Fall sehr interessant. Können wir morgen gern wiederholen. Sehr nice, danke für die Einladung. Boah, wir sind jetzt schon bei 33 Minuten. Da habe ich die Zeit ja völlig verschwitzt. Dann würde ich jetzt mal noch hier zum Pokémon Center gehen, mir das Ei wieder ins Team reinholen. Ja, wie? Ja, 34 Minuten stehen jetzt hier bei mir. Bei euch steht ein bisschen weniger. Ich muss noch ein bisschen was rein und reinschneiden, rausschneiden. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind es jetzt am Ende des Tages gerade erst 30 Minuten. Ich gehe nochmal zum Pokémon Center, heile mich, schnappe mir das Ei. Und dann in Stratos City kann man anscheinend noch besser laufen, sehe ich hier gerade. Und dort ist es ja eine sehr große Stadt. Dass ich hier einfach noch ein bisschen durch die Gassen radel. Es ist soweit. Das Ei hat beschlossen, jetzt zu schlüpfen. In Stratos City hat ein bisschen gedauert, aber jetzt schauen wir uns doch mal an, was hier aus diesem prächtigen, mysteriösen Pokémon-Ei für ein Pokémon schlüpft. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Ach, das Ding hier, Ignivore. Jetzt habe ich es geschnallt. Jetzt habe ich es geschnallt. Gehört das nicht zu Ramot? Oder irre ich mich da? Oder ist das ein anderes Pokémon hier? Ein Ignivore. Ja, wir geben ihm keinen Spitznamen. Sehr interessant das Ganze. Mal schauen, was das für Attacken durch das Ei. Wenn die ein Ei am waren, haben die ja manchmal noch andere Moves drauf. Es hat jetzt hier Glut schon auf 1, Level 1 Glut und Fadenschuss. Sehr interessant auf jeden Fall. Aber das brauchen wir ja jetzt nicht im Team. Ich würde das dann bis zum nächsten Part das Team wieder ummodeln, damit das alles wieder passt. Und dann sind wir jetzt erstmal am Ende des Parts angelangt. Und wenn es euch gefallen hat und ihr die nächsten Parts nicht verpassen wollt, dann abonniert jetzt gerne den Kanal und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und tschüss.